Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Stream-Highlights-Video. Heute reagieren wir auf die United Hero K.O.-Auslosung. Ich habe es ja geschafft, in der Todesgruppe mit Danny und Eli weiterzukommen, was ich für unglaublich halte, was ich für krass halte. Und jetzt bin ich motiviert, noch viel weiterzukommen. Und ich bin gespannt, wer es in meine K.O.-Runde geschafft hat. Wer mein nächster Gegner ist. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir schauen uns das hier heute von Broski gemeinsam an. Rein geht's. Da seht ihr, wie die Gruppen ausgegangen sind. Wir machen jetzt die United-Auslosung. Gruppe A. Tabak auf 1. Meine Wenigkeit auf 2. 3 Tore haben gefehlt, ne? Boah. Offensive war eigentlich stabil. Aber, ja, Defensive nicht so. Tizi, Schubech, einfach 0 Punkte. Tizi und Schubech. Was ist da denn los? Erzählt mal, Jungs. Tabak 9 Punkte, ich 9 Punkte. Tizi 0 Punkte. Minus 13er Tordifferenz. F in den Chat für Tizi. Aua. Ja, ehrlich, F in den Chat. Gruppe C, viel FIFA und Steini weiter. Gruppe B, da, Digga, also das war aber eine krasse Überraschung, ne? Hättet ihr gedacht, dass Wakes da durchgeht? Ich hab bei Wakes, alle haben bei Wakes, als die erste Auslosung online kam, alle so: F in den Chat für Wakes, F ehrlich, in den Chat für Wakes. Jeder hat gedacht, ich bin draußen. Aber ich habe euch gesagt, dieses FIFA liegt mir ganz gut. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin der beste FIFA-Spieler auf dieser Welt. Aber ich kann gegen viele gute Gegner gewinnen. Und das habe ich euch gesagt. Und ja, ich habe es bewiesen bis jetzt schon mal. Ob ich es jetzt noch weiter beweisen kann, ich hoffe. Wakes direkt raus, aua. Ey, GG's an Tim. Einfach mal da durch die Gruppe geklettert. Danke dir. Zwar mit einer Minus-4er Tordifferenz, aber ist ja egal. Weiter ist weiter. Ja, herrlich. Also, Pro uns und Wakes in Gruppe C, Gruppe B weiter. Und Gruppe D, ganz knappes Ding. FGU mit 8 Punkten durch, Payne mit 5 und dann Sydney mit 3. War auch ein enges Ding. Also, wir verabschieden uns von... Was mir halt ein bisschen... Ich wollte Eli halt nicht rausschmeißen, ne? Ich wollte auch Danny nicht rausschmeißen, aber ich wollte auch nicht, dass ich rausfliege. Das war so eine richtig scheiß Gruppe, so. Ich sag euch ehrlich, aber ich glaube, alle sind hier ganz gute Spieler. Deswegen, man will ja eigentlich niemanden rauswerfen, aber das ist halt das Turnierformat. So, man muss halt sein Bestes geben und versuchen weiterzukommen. Egal, gegen wen man spielt. Tizi, Schubech, Elias, Maxi, Elias und Sydney. Einmal einen würdigen Applaus für die Teilnehmer, die uns verlassen. Freunde der Sonne. Ein ganz würdigen Applaus. Einmal ein Clap. Was ist für euch die größte Überraschung? Ich sag euch ehrlich. Meine Gruppe ist safe. Steini in der Gruppe mit 7 Punkten. Richtig krass. Dass Wakes weitergekommen ist, finde ich richtig heftig. Und einer der größten Überraschungen, Junge, FGU in der Gruppe mit Payne und Sydney. 8 Punkte in Gruppenerster. Stimmt, FGU. Strong. Geisteskrank, habe ich gar nicht so gesehen. Ich glaube, alles in allem, größte Überraschung ist Gruppe B. Dass Ilja als letzter raus ist und Wakes weiter ist, das ist schon krass. Also hätte ich wirklich nicht gedacht. Zumal ja Elias auch letztes Jahr das Ding gewonnen hat. Der wird ja, das war das Ding. Vorher, wenn Danny bei United-Dingern mitgemacht hat, hat immer Danny gewonnen. Er hat also bei Fatal gewonnen. Ich weiß nicht, ob er bei United schon mal dabei war, ich glaube nicht. Aber er hat jedes YouTuber-Turnier, so gut wie jedes YouTuber-Turnier, wo er dabei war, gewonnen. Und Eli hat das letzte United, wo er dabei war, gewonnen. Und ich habe Eli jetzt sozusagen rausgeschmissen. Das nervt ein bisschen, aber auch dieser Gedanke. Willst du auch Titel verteidigen, ne? Der wollte Safe-Titel verteidigen. Smaxi letzter mit 7er Tordifferenz. Ja. Minus 7, da fehlt ein Minus. Da fehlt ein Minus. Krass. Okay, lass mal zur Auslosung vorspulen, würde ich sagen. Okay, Freunde, es geht los mit der Auslosung. Hier kommen die Gruppen Ersten hin. Hier kommen die Gruppen Zweiten hin. Und es ist so, dass man natürlich nicht nochmal gegen seinen Gruppengegner spielen kann. Okay, geil. Es geht schon mal nicht gegen Danny im Viertelfinale. Nicht gegen Danny, und das ist wichtig. Also, in Gruppe A ist weitergekommen. Gib mir jeden, aber nicht Danny. Okay, er schreibt erstmal auf. Das heißt, wir spulen nochmal ein bisschen vor. Es geht los, Freunde. Es geht los. Es geht los, die Gruppenauslosung findet statt. Gib mir gute Gegner. Gib mir am besten schlechte Gegner, aber hier gibt es keine schlechten Gegner, das ist das Problem. Deswegen, ich will eh keinen Danny bekommen, den kann ich auch nicht bekommen.
Wer spielt gegen wen? Und wir suchen einen Gruppenzweiten. Wer spielt gegen wen, Freunde? Gruppenerster gegen Gruppenzweiten. Gruppenerster gegen Gruppenzweiter. Ich bin ja Gruppenzweiter. Spiel Nummer 1! Es wäre FGU. FGU! FGU. Zähne auf mich! Ich spiele immer gegen FGU. FGU, krass, hat gegen Payne und Sydney die Gruppe gewonnen. FGU gegen Payne. Hä? Geht doch gar Spiel nicht. Spiel Nummer 1. Die waren noch in einer Gruppe, oder nicht? Ich dachte, das geht nicht. FGU gegen Payne. Nee, das geht nicht. Hat er doch eben gesagt. Die waren in einer Gruppe. Ich bin professionell. Die waren in einer Gruppe? Ich dachte, das funktioniert nicht. Das heißt, ich kann doch gegen Danny kommen, oder was? Nein, da war ja was. Ach, ja. Guck. Okay, nochmal neu. Ja. Nochmal neu. UEFA. Das war das UEFA. Champions League Auslosung. Ja, 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 ehrlich. Ich hab noch über die UEFA lustig gemacht. Champions League Auslosung. Genau so war das. Schwierig. Okay. Nochmal neu. Dann lassen wir einfach FGU raus und ziehen jetzt hier einen neuen aus den Gruppenzweiten. Okay, mach mal. So. FGU lässt er raus und Gruppenzweiten also nochmal. FGU spielt gegen. Theoretisch kann ich kommen. Ich sehe mich gegen FGU. Ich will einfach nur nicht gegen Danny spielen. Alle anderen Gegner sind mir recht. Einfach irgendwie, dass Danny. Kann Danny auf die andere Seite kommen im Turnierbaum irgendwie, dass wir auch gar nicht im Halbfinale gegeneinander spielen oder so? Weil Danny weiß so gut, wie ich spiele. Keller. Oh. FGU gegen der Keller. Das geht aber, ne? Krank. Ja. FGU gegen Steini. Ja, geil. Das erste Match. Geil. Geiles Spiel. Steini darf man auch nicht unterschätzen. Der ist echt gut dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Hier sieht man, erstes Viertelfinale. Dann logischerweise Payne zurück in den Top von den Gruppenzweiten. Ja. Und er zieht. Und er zieht mich. Wakes Flakes. Das ist unser Gruppenerster. Okay. Gegen unseren Gruppenzweiten. Das ist unser Gruppenzweiter. Aber cool, dass der es auch mit so Schal und so macht. Dann kann man eh nichts sagen. Die nächste Begegnung. Ist viel FIFA. Auch ein schwieriges Spiel. Auch ein schwieriges Spiel. Fuck. Hoffentlich gegen mich. Kein Bock auf Pro Owns. Ja! Kein Pro Owns! Wichtig und richtig. Boah. Broski gegen Prones wäre auch harte, das wäre eine harte Nuss gewesen, ne? Ich sag euch ehrlich, Broski, viele checken das gleich, der ist ein richtig guter FIFA-Spieler, ne? Also, der holt zwar, hat dann letztlich auch ab und zu mal Gold 1 geholt, aber der hat auch mal Elite geholt und wenn man gegen den spielt, man merkt erst so, dass der FIFA zocken kann, ne? Dass der krass FIFA zocken kann, das ist heftig. Ich hatte das ja im SBB auch schon gesehen und so, der kann richtig gut FIFA zocken. Deswegen, den werde ich auch nicht so gerne also, ziehen. Also, viele FIFA-Jungs sind auch gut, verstehe mich nicht falsch. Aber auf Danny hatte ich gar keinen Bock. Ja, weil ich glaube, Danny ist immer noch abgefuckt, weil er im Eligella Cup gegen mich verloren hat. Echt? Ich glaube, der wird mich richtig auseinandernehmen. Digga, hat er gegen Danny Eligella Cup gewonnen? Danny hätte richtig was vor gegen mich. Hat er nie wieder. Der wurde operiert oder so, ne? Spielt Stefan dann oder was? Ich weiß nicht. Gegen Stefan gewinne ich sehr oft. Also gegen Stefan habe ich viele SBBs gemacht, ich weiß, wie der spielt. Gegen Stefan hätte ich auch gerne gezockt. Gegen ungern. Okay, das heißt, die andere Seite, ich kann ja nur noch Tabak bekommen, oder nicht? Wen gibt's noch? Tabak, Danny, mich und Payne. Warte, Payne ist Gruppenzweiter. Ich glaube, ich habe dann Tabak. Ich glaube, ich spiele gegen Tabak. Gegen meinen Bruder Tabak. Ich spiele gegen meinen Bruder Tabak. Oder bin ich gerade lost? Payne gegen Danny. Nee, doch. So muss es ja sein. Es muss ja so sein, geht ja nicht anders. Nicht, dass er jetzt nicht checkt. Tabak? Gegen Wakes. Muss ja. Wenn ich nicht komplett blöd bin. Kann es sein, dass ich hier irgendwas gerade verchecke. Perfekt reingeschnitten. Tabak gegen Payne. Tabak gegen Payne, aber das geht nicht. Achso, die waren in einer Gruppe oder was? Weil dann müsste Pro Owns gegen Wakes spielen.
Geht nicht. Und das funktioniert nicht. Dementsprechend ist unsere Auslosung. Gott sei Dank gibt es die Regel, Mann. Gott sei Dank gibt es die Regel, dass die Gruppen nicht wieder gegen die Gruppenmitglieder zocken dürfen. Sonst hätte ich jetzt Danny bekommen. Hilfe. Relativ klar. Tabak wird als Gruppenerster gegen Wakes auf Wakes treffen. Und Pain, Pro uns wird als Gruppenerster auf Pain treffen. Also das ist auch ein krasses Spiel. Pro uns Pain, Tabak Wakes, viel FIFA. Ich weiß gar nicht mehr. Zeig die Dinger nochmal. Also noch mal. Tabak gegen Wakes. Zeig die Dinger nochmal. Und Pro uns gegen Pain. Ja, krass. Krasse Games, Freunde. Wirklich sehr krasse Games. Ey, geil. Der aber hat hier kann auch keine gleiche kommen, ne? Ey, geil. Ich spiel doch nicht gegen Danny dann. Der hat den Baum gerade ein bisschen verändert. Das Pro uns Pain auf einer Seite sind viel FIFA Broski. Und Tabak Wakes und FG und ich. Bitte lass es so. Dann könnte ich ins Finale marschieren. Wenn ich gegen Tabak gewinne, dann würde ich FG oder Keller bekommen. Dann würde ich nur noch gegen die gewinnen müssen. Wäre im Finale und wäre dann erst bei Pain, Danny, viel FIFA oder Broski. Hey. Und das sind für mich die Favoriten auf der Seite, sag ich euch ehrlich. Ey, wenn nur Danny aus dem. Also, mir ist es wirklich scheißegal. Boah, schüch, wie laut das ist. Oh, wenn das so lässt, wäre geil. Wäre geil. Lass es so. Ich spule mal durch und ich guck mal, ob er es so lässt oder wieder zurück. Also ich find's auch so besser dann. Ja, ich auch. Also auch wenn dann ich kann dann ich nicht den schwierigeren, also ich selber würde ja dann den vermeintlich schwierigeren Turnierbaum kriegen, wenn ich weiter so. Wäre. Ist einfach so. Aber es wäre ja besser, wenn nicht die gleichen Dinger sind, oder? Ja, würde ich auch so sagen. Aber ich würde es auch so sagen, weil ich nicht gegen Danny oder Pain spielen will, sage ich dir ehrlich. Ich spule mal vor und wir gucken mal, was jetzt passiert. Nein! Jetzt zu, sind sowieso 64% auf... Ich bin mir Freunde, jetzt nicht hört zu. Sicher. Freunde, okay, hört zu. Wir machen die Umfrage jetzt zu, sind sowieso 64% auf Sovi gelost. Sovi gelost, das heißt doch... Halbfinale, falls ich weiterkommen sollte gegen Pain sieht oder das Danny. Ganze so aus. Und das wird anders, ist bei Champions anders, League und so anders so. Schwierig. Okay. Ja, gut. Dann. Anders schwierig. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Das waren die Gruppen und die K.O.-Auslosung. Tabak, wir sehen uns im Viertelfinale. Ich wünsche dir ein gutes Spiel und ich hoffe, wir schießen beide ein paar Tore. Peace out.